Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es wieder um das Thema Abnehmen. Ich hatte schon mal ein Video zu dem Thema Abnehmen gemacht. Da ging es darum, wie viele Kalorien am Tag soll ich zu mir nehmen, also wie hoch ist mein Bedarf und wie viele Kalorien am Tag soll ich denn jetzt am besten zunehmen, um abzunehmen. Ich blende euch das gerne mal oben ein und verlinke es euch auch unten in der Infobox, das Video. Und in dem heutigen Video geht es um das Thema, was genau soll ich denn essen, wenn ich abnehmen möchte. Gibt es da bestimmte Dinge, die ich unbedingt essen sollte oder auf die ich auf jeden Fall verzichten sollte? Also bestimmte Nährstoffe, auf die ich verzichten sollte? Darum geht es in diesem Video. Wie kann ich meinen Körper gesund erhalten? Wir beginnen mit den Kohlenhydraten. Kohlenhydrate haben pro Gramm 4 Kalorien. Nicht streiten, meine Katzen. Kohlenhydrate sind sehr, sehr wichtig, weil sie geben dir Energie und Power, damit du überhaupt Leistung erbringen kannst. Die Kohlenhydrate werden im Körper gespeichert, in den sogenannten Glykogenspeichern, in Muskeln und in der Leber. Und von da aus stehen sie dann eben zur Verfügung. Wenn man gar keine Kohlenhydrate essen würde, hätte man, also man merkt das ja auch schon alleine daran, dass dann der Blutzuckerspiegel absinkt, dass man so müde wird und wenig Energie hat. Und das ist natürlich auch, wenn man Sport machen möchte, nicht sehr hilfreich, weil wenn man auf Kohlenhydrate verzichtet und keine Energie für den Sport hat, kann man weniger Leistung im Sport erbringen und somit kann man eben auch nicht progressives Muskeltraining betreiben oder überhaupt seinen Muskel aufbauen, wenn man dazu erst gar nicht die Energie hat. Kohlenhydrate sorgen dafür, wenn man die zu sich nimmt, dass im Körper Insulin ausgeschüttet wird. Insulin denkt man jetzt sofort, oh Gott, Insulin ist was ganz Ungesundes, glaube ich, ne? Oder soll man doch darauf verzichten? Nein, nein, Insulin ist ein lebenswichtiges Hormon und das hilft dem Körper dabei, die Nährstoffe wie Eiweiß und wie Kohlenhydrate aufzubrechen und eben dem Körper dabei, diese auch zu absorbieren. Und wenn die absorbiert sind, Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse produziert, sobald man was isst. Und sobald die eben absorbiert sind, die Nährstoffe, sinkt dieser Insulinspiegel auch wieder im Blut, den man hat. Ja, und gerade nach dem Training ist es sehr wichtig, sich kohlenhydratreich zu ernähren, weil man dann die Glykogenspeicher so wieder auffüllen kann. Und durch das Insulin, das kann den Proteinabbau stoppen, der nach dem Training eben auch auftritt, beziehungsweise auch in Stressphasen auftritt. Also dieser Proteinabbau wird durch das Insulin verhindert. Also Insulin ist insofern wirklich etwas, was nicht zu verteufeln ist. Und es gibt auch Studien, die belegen, dass zu wenig Kohlenhydrate den Cortisolspiegel erhöhen. Und das ist wiederum schlecht für das Testosteron, das wir für den Muskelaufbau brauchen. Ja, auch wir Frauen haben Testosteron im Körper und benötigen das eben auch für den Muskelaufbau. Also Insulin ist insofern auch hier wichtig. Man sagt, dass Insulin den Körper daran hindert, Fett abzubauen. Und deshalb entsteht dieser Gedanke, oh, dann werde ich mich ab sofort nur noch Low Carb ernähren, weil das will ich ja auf gar keinen Fall. Also ich will nicht, dass Insulin überhaupt in meinem Körper anfällt, weil sonst kann ich ja kein Fett abbauen. Das ist aber ein Trugschluss, weil man nimmt nicht zu, weil man von bestimmten Nährstoffen zu viel ist, sondern weil man von allen Nährstoffen zu viel ist, weil man insgesamt eine Kalorienbilanz hat, dass man mehr Energie zu sich nimmt, als man verbraucht. Und dann nimmt man zu. Insulin ist erst in Kombination mit extremem Bewegungsmangel, extremem Kalorienüberschuss, extremem hohem Fettanteil oder hohem Körperfettanteil und dann noch ungesunder Ernährung, wenn das zusammen einhergeht, dann ist man gefährdet für Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Diabetes Typ 2. Und mit gesunder Ernährung meine ich jetzt, wenn man Nahrungsmittel zu sich nimmt, die sogenannte leere Kalorien enthalten, die also die wichtigen Mikronährstoffe, die der Körper benötigt, gar nicht anbieten. Wenn man aber mit seiner Ernährung seinen Mikronährstoffbedarf schon abgedeckt hat, Mikronährstoffe, da mache ich mal ein anderes Video zu, das würde hier den Rahmen sprengen, wenn man die
schon abgedeckt hat und man hat dann noch Kalorien frei, dann kann man auch sogenannte leere Kalorien essen. Dann kann man auch mal sich was Zucker oder so gönnen. Und insgesamt, man darf sich dann einfach und sollte sich auch über Kohlenhydrate freuen und Kohlenhydrate zu sich nehmen, weil sie eben sehr wichtig sind. Der allerwichtigste Nährstoff überhaupt sind die Gruppe der Proteine oder Eiweiße, ein Überbegriff für Aminosäuren. Die sind absolut lebensnotwendig, weil sie sind wichtig für Gehirn, für Muskelaufbau, für Muskelregeneration, für das Immunsystem, für die Stressregulation, für das Herz. Es können Zellen produziert werden. Die sind also für alle Menschen wichtig, also nicht nur für Kraftsportler sind die wichtig. Und Proteine, die sorgen für Sättigung und dafür, dass bei einer Diät Muskeln nicht abgebaut werden, also kein Muskelschwund, beziehungsweise in einem Kalorienüberschuss, dass man dann mehr fettfreie Masse aufbaut. Ja, wie viel Eiweiß sollte man am Tag essen? Das ist, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung spricht von 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist aber ein Unterwert. Also die orientieren sich eher daran, wie kann ich jetzt einen Mangel verhindern. Das sollte aber jetzt nicht unser Maß sein, sondern unser Maß ist ja, wie können wir erstens unseren Körper gesund erhalten und zweitens das Ganze noch bei einer Diät, sodass einfach der Körper gesund bleibt, keine Muskeln abbaut und wenn man dann noch Sport macht, dass man einfach genügend Protein dem Körper zur Verfügung stellt. Und da spricht man dann von 2,2 bis 2,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, die man an täglicher Eiweißmenge, Proteinmenge zu sich nehmen sollte. Aus welchen Quellen? Also erstmal ist noch wichtig, möglichst verteilt über den Tag. Das heißt, diese Proteinmenge, diese gesamte Proteinmenge, und das ist auch nicht unwichtig, sollte man möglichst auf mehrere Mahlzeiten, auf 4 Mahlzeiten am Tag verteilt zu sich nehmen gleichmäßig. Ja, und aus welchen Quellen? Welche Quellen können mir das bieten? Da gibt es die tierischen Quellen wie Fleisch, Fisch und Eier, Milchprodukte, also auch sowas wie Magerquark, körniger Frischkäse, griechischer Joghurt. Das sind alles Eiweißquellen. Und für den Veganer sind es dann Linsen, Quinoa, Chiasamen, Hanfsamen, Soja, Tofu, Lupinen, Erbsen, ich blende das mal ein, Kidneybohnen und auch vegane Proteinpulver. Und das habe ich vorhin nicht gesagt, bei den Nicht-Veganern natürlich auch Whey-Proteine. Ja, und Fett, also habe ich das gesagt, 4 Kalorien pro Gramm haben auch die Proteine. Und bei Fett sind wir nämlich bei 9 Kalorien pro 1 Gramm Fett. Und auch Fette sind überlebensnotwendig, weil die sind wichtig für die Hormonbildung und dienen dem Zell- und Organschutz. Außerdem gibt es einige Vitamine, die sind gar nicht löslich, also die sind sonst gar nicht verarbeitbar, denn sie sind nur fettlöslich, zum Beispiel Vitamine A, D, E und K. Die können sonst vom Körper überhaupt nicht aufgenommen werden, wenn man nicht gleichzeitig auch Fett zuführt. Die einzigen Fette übrigens, die ungesund sind, es gibt ja gesättigte Fette, ungesättigte, mehrfach ungesättigte und so weiter. Und all das darf in unserer Ernährung vorkommen. Und das Einzige, wo man wirklich sagt, das macht krank, sind die sogenannten Transfette. Die sind oft in sehr stark verarbeiteten Lebensmitteln oder in Fastfood enthalten oder kommen bei hoher Erhitzung von Lebensmitteln zustande. Und die sind dann verändern sich und sind für den Körper dann fremd und ungesund. So. Jetzt geht es darum, was sollte man denn dann am Tag, also wir haben ja vorhin schon mal gesagt, 2,2 bis 2,4 Gramm Eiweiß, also wie gestaltet sich jetzt der Rest so? Ich nehme jetzt hier wieder das Beispiel, das ich auch schon bei meinem ersten Video hatte, eine Frau, 60 Kilogramm schwer, die ein ganz gewisses körperliches Aktivitätslevel hat. Und da hatten wir schon herausgefunden, dass die einen Kalorienbedarf hat, von 1965 Kalorien und um in das Defizit zu kommen, 300 Kalorien weniger essen sollte, um dann eben abnehmen zu können, dauerhaft gesund abnehmen zu können. Also ist der Kalorienbedarf am Tag 1665 Kalorien. Und jetzt wird's etwas, kommen ein paar Zahlen. Ich hoffe, das ist euch nicht zu trocken, aber es ist eben auch wichtig, um es mal sich so vor Augen zu führen. Also die 1665 Kalorien haben wir.
die stehen uns zur Verfügung. Und wenn ich jetzt 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht nehmen möchte, haben wir 132 Gramm Eiweiß, was wiederum mit 4 multipliziert, weil es ja 4 Kalorien hat, pro Gramm Eiweiß, haben wir 528 Kalorien, die schon mal weg sind. Dann nehmen wir mal die 35% Fett. Bei Frauen sollte man sich immer an dem oberen Wert orientieren, weil für Frauen der Fettverzicht sehr ungesund ist. Also wenn man zu wenig Fett isst, dann ist das sehr schlecht für den Hormonhaushalt. Also wir orientieren uns jetzt an den 35% Fett. Das heißt, 35% der Gesamtkalorienmenge, die man am Tag zu sich nimmt, macht in dem Fall dann 583 Kalorien aus. Und das führt, wenn man das durch 9 teilt, wegen 9 Kalorien pro Gramm, haben wir 65 Gramm Fett pro Tag. Und der Rest, der gegessen wird, sind Kohlenhydrate. Das sollten und dürfen Kohlenhydrate sein. Und wenn man eben von den 1665 die zwei Nährstoffe schon abzieht, haben wir noch einen Rest von 554 Kalorien und das geteilt durch 4, dann darf man 138 Gramm Kohlenhydrate zu sich nehmen. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Und jetzt habt ihr bestimmt gedacht, oh Gott, diese ganzen Zahlen, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Nö, also ich fange jetzt nicht an, noch mein Essen hier zu tracken und mich da mit Zahlen zu beschäftigen, ich esse lieber einfach nur ganz wenig, dann geht das auch schon. Klar könnt ihr einfach ganz wenig essen und ein Kaloriendefizit somit haben und ihr werdet auch garantiert dann abnehmen, aber ob euch das Ergebnis dann gefällt, das ist nämlich die Frage. Weil es ist ja nicht nur so, dass ihr eure Gesundheit schadet, wenn ihr euch jetzt in irgendein Extrem verliert, einfach ganz wenig nur noch essen, egal was, sondern es ist ja eben wichtig für den Körper, dass eben auch die Formen des Körpers für ein gutes Aussehen wichtig sind. Die entstehen durch Muskeln. Und ohne Muskeln, also klar, ohne Muskeln kann man gar nichts, aber mit Muskeln sieht man dann eben auch besser aus. Und um die zu erhalten, sind eben bestimmte Dinge notwendig, wie genügend Eiweiß zu essen. Also mir hat das die Augen schon ganz schön geöffnet, als ich gesehen habe, ich würde jetzt dieser Beispielfrau entsprechen und müsste dann eben am Tag 132 Gramm Eiweiß essen, da denke ich doch, es kann sein, dass ich viel weniger esse. Und dann geht es wirklich darum, mal eure Kalorien zu tracken, eure Nährstoffe, eure Nahrungsmittel zu tracken. Das heißt, eine Zeit lang wirklich mal genau aufzuschreiben, was ihr esst. Es gibt da so tolle Apps mittlerweile zu. Ich blende euch das gerne mal ein oder schreibt es euch unten rein, was ihr da nehmen könnt, sodass ihr einfach sagt, so, ich esse heute dies und jenes und aha, da habe ich gesehen, ich habe jetzt 35 Gramm Eiweiß den ganzen Tag gegessen, dafür 95 Gramm Fett und der Rest waren Kohlenhydrate. Also mir hat das auf jeden Fall eine Sensibilität gegeben dafür, dass ich viel zu wenig Eiweiß esse. Und egal, ob ich abnehmen will oder gleich bleiben will, ist es ja generell wichtig, eine gewisse Menge Eiweiß zu essen. Gerade je älter man ist oder je mehr Sport man macht, ist der Eiweißbedarf eben auch höher. Und dann eben diese große Diskrepanz zu sehen zwischen dem, was ist und zu dem, was gesund ist oder was sein könnte oder sollte, darum ging es mir in diesem Video und da gehört dann eben auch ein paar Zahlen dazu und tatsächlich kann ich euch nur empfehlen, trackt mal euer Essen. Also nicht nur wegen der Kalorienmenge, sondern trackt mal euer Essen, um zu sehen, wie viel Eiweiß, wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate ist denn überhaupt da drin in dem, was ich esse. Und mit diesem neuen Ansatz müsst ihr nicht jeden Tag das Optimum erreichen. Ihr müsst nicht immer sagen, ja, ich muss jetzt genau so und so viel Gramm Eiweiß und Fett und so essen, sondern einfach so, dass die Gewichtung einigermaßen ausgeglichen ist, so wie in dem Rechenbeispiel dargestellt. Also mit ausgeglichen meine ich einigermaßen dem entspricht, was ihr, das könnt ihr dann ja für euer Gewicht einfach mal auch ausrechnen, was für euch sinnvoll ist, wenn ihr gesund abnehmen möchtet. Und damit bin ich auch jetzt am Ende meines Videos angekommen. Für diejenigen von euch, die mich nicht kennen, ich bin Rita, 53 und mein Kanal ist für euch Frauen über 40, über 50, die sich genauso wie ich für die Themen gesunde Ernährung, Rezepte, Sport, Fitnesssport insbesondere, Mindset-Tipps, Beauty-Tipps interessieren.
Und natürlich sind auch herzlich willkommen, sind natürlich Männer oder jüngere Leute oder ältere Leute. Auf jeden Fall freue ich mich über jeden Zuschauer. Und jetzt wünsche ich euch einfach noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, eure Rita.